Ein herzliches Willkommen zurück zu Xenoblade Chronicle 2, Leute. Willkommen! Im Let's Part ging es ja sehr drunter und drüber und heute schließen wir da an. Was ging im Let's Part ab? Ja, guckt euch das Ende vom Let's Part an, beziehungsweise ab der zweiten Hälfte. Da geht's wirklich nur drunter und drüber. Das war ja schon immer feierlich. Wir haben nicht nur gegen Sword gekämpft, es trat auch noch Metal Face auf. Es ist... mehrere Swords sind aufgetaucht. Eine Telethia ist aufgetaucht. Metal Face kann auch sprechen. Es ist sehr viel passiert. Also guckt da unbedingt mal rein. Und ja, ich benutze jetzt erstmal kurz mal die Anfang, was anzukündigen. Xenoblade läuft ja momentan noch täglich. Wird auch eine Weile so gehen. Allerdings, wenn Trials of Mana zu Ende ist, bekommt Xenoblade den Trials of Mana Slot. Das heißt, Xenoblade wird ja viermal die Woche kommen. Und diesbezüglich habe ich auch eine kleine Änderung im Let's Play Plan so ein bisschen vorgenommen. Um das mal zu erklären, was ich damit meine. Ich habe ja am Anfang sehr viel Sidequest gemacht, ne? Ich werde das in Zukunft ein bisschen weniger machen. Also nicht, dass mir die nicht Spaß bringen, weil sie nicht zeigenswert sind. Aber ich möchte halt, ich kenne das Spiel ja schon. Das ist, kommt ja erstens noch dazu. Zweitens, ups. Das wäre die zweite Ambligon-Kröte. Ich hoffe, das wird die Kolonie helfen. Ja, hoffen wir mal. Wo war ich denn geblieben? Genau, Sidequest. Nicht, dass sie mir den Spaß bringen. Ich werde sie auch weiterhin machen. Wir werden auch weiterhin Sidequests erledigen. Ich nehme halt einfach alles mit, was auf dem Weg liegt. Sagen wir mal so, denn Xenoblade, ich kenne das Spiel. Zweitens, es gibt ja noch Zusatzcontent nach dem Durchspielen. Also was heißt nach dem Durchspielen? Man kann das ja jetzt schon anfangen, bevor man überhaupt das normale Spiel gestartet hat. Und dort gibt es natürlich ein bisschen mehr Erklärung. Da bin ich halt sehr heiß drauf, was da in der Future Connect Episode erklärt wird. Dementsprechend ja. Und gerade da, weil es nur viermal die Woche kommen wird in Zukunft, denke ich mir, das passt eigentlich ganz gut so. Sidequests werden wir immer natürlich alle annehmen. Unterwegs werden wir auch Sidequests erledigen, die halt auf dem Weg liegen. Am Anfang muss ich sagen, ich habe ein bisschen übertrieben. Weil, ja, keine Ahnung. Ich selber Bock drauf hatte. Ich hatte einfach selber Bock drauf. Wo müssen wir jetzt eigentlich hin? Das ist die Frage. Nee, hier war wirklich falsch. Ich will ein paar Tage, wo ich es gespielt habe. Wir müssen dahin, aber ich möchte gerne zur Kolonie einmal. Wir gehen mal zur Kolonie. Weil zeigen möchte ich ja schon so viel wie möglich, ne? Das ist ja das Ding. Man möchte ja auch immer so viel zeigen. Dementsprechend, ja. Und Zeitquests sind jetzt nun nicht wirklich nicht krass, ne? Ihr habt ja gesehen. Die sind nicht das Beste, das Grüne vom Ei. Das Grüne vom Ei. Das Gelbe vom Ei. Und ja. Mal gucken, wie wir hier erstmal reinkommen. Das ist die Frage. Landeplatz, neuer Ort, super. Dementsprechend seid mir nicht böse, wenn ich die Sidequest offscreen mache. Nochmal offscreen zurückgehe. Und da dann was mache. Weil es nimmt ja auch viel vom Part ein, ne? Ihr habt es ja gesehen. Bestimmt fünf, naja, mehr. Mehr, die Hälfte des Let's Plays sind bis jetzt nur Sidequest. Hallo, darf ich mal vielleicht? Danke. Ist bis jetzt relativ nur Sidequest-Content. Ich werde natürlich noch viele zeigen. Ne? Wir nehmen natürlich alles an, wie es geht. Das ist die Frage, kommen wir jetzt rein? Fest verschlossen. Was ist denn mit der anderen? Was hat das mit der anderen Seite da auf sich? Warte mal. Nein, hier nicht. Nein, ich komme auf den falschen Knopf. Hier war das. Von der anderen Seite aus. Kann man denn da rein? Das ist die Frage. Wir gehen ja wieder zurück. Oder müssen die Bewohner erst später zurück? Das weiß ich nämlich gerade nicht. Also ob die erst später da hier in die Kolonie zurückkehren. Schauen wir mal. Wir müssen jetzt einmal dahin laufen und gucken mal, wie es da dann vorne aussieht. Es kann natürlich sein, dass es erst später passiert, ne? So, die sammeln wir natürlich alles ein, die Items. Fest verschlossen. Ja gut, dann... Wir wechseln heute mal Dunbin mit Ruin. Oh Mann, das ist so geil. Der Wortwitz, der war spontan, aber der ist so gut. Wir wechseln heute Dunbin mit Ruin. Oh Mann, ey. Ich sollte auch nur über mich selber, über meine eigenen Witze zu lachen. Vor allen Dingen war... Das war spontan, ja. Das war relativ spontan. Ja gut, dann gehen wir heute mit Dunbin
Den wir noch nicht ausgerüstet haben, essen wir weiter. Ausrüstet tue ich wieder mal ausgehen. Wir sollen ja zur Hüfte vom Bioness gehen. Vielleicht kommen wir in der Nähe eines gigantischen Schwellkörpers. Ja, das wäre doch mal was, oder? So ein Riesenlümmel einfach. Ich bin heute wieder witzig drauf, ich sollte es lassen. Es hagelt wieder böse Kommentare. Nein, ihr seid alle lieb. Ihr seid alle lieb. Und wenn nicht, dann sperre ich euch einfach. Also. Scherz. Scherz. So leicht sperre ich nicht. Nicht so leicht. So, warte mal. Warte. Oh, ich drücke schon wieder Plus, ne? Was sage ich da eigentlich? Sammel-Items. Collecticon. Okay, hier haben wir noch. Habe ich noch einen Offscreen einmal eingesammelt? Anscheinend, da fehlt nicht mehr viel. Okay, da ist alles voll und ja. Da haben wir hier noch. Da fehlt halt nur noch einer, ne? Das werde ich halt offscreen vervollständigen. Also blaue Kügelchen sammeln, aber keine Angst. Eintragen werde ich die zusammen mit euch. Also damit ihr das auch sehen tut. Gut, wir gehen jetzt zurück. Also was heißt zurück? Wir müssen da jetzt zur Hüfte von Bayern jetzt mal gucken. Genau, das war ja der Sumpf von Satol oder so hieß der Ort, wo wir jetzt hingehen. Und ich bin sehr gespannt. Neuer Reisepunkt, Nebelweg. Siehst du, wir sind schon im Feuchtgebiet, also das passt doch schon. So. Oh, die Soundkulisse mag ich. Ich mag die Soundkulisse. Never seen anywhere like this. You see, this is why I've been saying you need to get out of the lab every now and then. We're aiming to get inside the Bioness. We can get to the upper regions from there. Wow, I've never thought about going inside the Bioness. The closer we get to the top, the more monster trouble we're gonna run into. The only things that venture this far in are the Nopon merchants and curious types like me. You really know all the fun spots, eh, Dixon? You want to get to the top? Then this is the only way. We'll push on, no matter what. That's the spirit, Shulk. Ich habe übrigens sehr, sehr schlimme Erinnerungen an diesen Sumpf, denn, damals, als ich das erste Mal gespielt habe, habe ich sehr oft auf die Fresse gekriegt. Weil. Ja, warum eigentlich? Ich war vielleicht unterlevelt und viele Gegner sind einen verfolgt. Sind einen hinterher geflogen und dann haben sie einen gekillt und das war ziemlich heftig. Ich hoffe mal, dass es hier im Remake was anders ist. Ich bin auch ein bisschen älter geworden, ist ja schon ein bisschen länger her, sind ja schon, wann kam es bei uns raus, 2011, das Spiel, also 9 Jahre her. Vielleicht bin ich jetzt ein bisschen besser geworden, wobei mir aufgefallen ist, dass ich in einem privaten Let's Play noch, also der ist jetzt privat mittlerweile, vieles besser gemacht habe als heute. Also ich habe da bei einem Boss, bei Mickey Mouse zum Beispiel, habe ich durchgeskillt. Den würde ich heutzutage nicht mehr so schnell schaffen. Also bei den Super Nintendo Mickey Mouse, ne? Da wird irgendwann auch nochmal ein Let's Play von kommen, also nochmal Remastered, denn... werde ich euch da ein bisschen zeigen. Das ist einer meiner ersten Let's Plays sogar gewesen. Ja, mittlerweile privat, weil Audio geht gar nicht, also... und Videoqualität ist ja gar nicht vorhanden eigentlich. Und das ist schon ein bisschen... ist schon ein bisschen... Soll jetzt keine... Hat er jetzt Ätherfähigkeit eingesetzt? Na gut. Und genau das ist das Stressige hier. Diese Nebulas. Die halten einfach so viel aus.
Seht ihr das? Ich weiß gar nicht, wie man die so schnell besiegen kann. Nein, Nebula! Nicht irgendwo anders hinlaufen. Das ist nämlich nicht sehr cool. Ich weiß aber noch nicht, wie man die so schnell besiegen kann. Das weiß ich echt nicht mehr. Weil die halten einfach so viel aus. Zumindest blutet es. Es ist ja... Komm, wir machen also den hier weg. Diese Dinger nerven einfach nur. Das passiert, wenn man den Gegner mitnehmen will, ne? Damit man nicht so ganz unterlevelt oder so. So. Ja, ich habe Ryan ein bisschen ausgetauscht, weil... Der ist halt das älteste Mitglied und da kann man ein bisschen wechseln, ne? Man muss ja ein bisschen wechseln, ein bisschen Abwechslung bieten. Mekkon zu treffen, später gesagt. Ja, komm. Ach, diese... Greifen Sie das Ding an? Ich habe doch gesagt, ihr sollt das Ding angreifen. Alle auf ein. Ich bin doch gerade auf alle auf ein. Wieso... Ich verstehe nicht. So, Nebula. Nur zu dir. Also manchmal... Diese Nebulas sind halt so... Das sind halt der Stress pur, ne? Komm, wir machen mal eine Combo. So. Sehr gut. Dann, was kannst du eigentlich? Ja, komm, machen wir Blutung. Fluggegner sind ja eigentlich so fliegende, ne? Ja, nice. Würde ich jetzt nicht so sagen. Also, es geht natürlich ein bisschen mehr. Und wenn die sterben, explodieren sie. Es ist so, einfach so nervtötend, diese Nebulas. Und ja, ich muss mal kurz... Warte, da ist noch eine Truhe. Und dann kümmern wir uns mal nochmal um Ryan. Ryan, sage ich schon. Dunbin. Vielleicht haben wir ja doch was Besseres für ihn. Wobei das, glaube ich, nicht so aussieht, ne? Einfach mal überall durchgucken. Momentan ist das halt das Beste, was er hat, ne? Ja. Wie sieht's bei Schulk aus? Oh. Ach ja, das hat jemand anders. Der General. Das ist wahrscheinlich das, was Dunbin ausgerüstet hat, ne? Swap-Stiefel. Ja, gut. Ist halt nicht so gut, ne? Ich hätte ja schon gern was Besseres irgendwie. Hier, kriegst du Nebelsandalen an. Warum nicht? Gut, dann gehen wir weiter. Und gucken wir uns natürlich schön um, ne? Mein Xenoblade ist ein schönes Spiel, sollte man genießen. Die Landschaften. Vor allen Dingen in Bayonets sind sie relativ abwechslungsreich. Naja, was heißt relativ? Sie sind sehr abwechslungsreich. Jetzt sind wir gerade einen Sumpf vor, beim Bein, dann waren wir in eine Bohrungsgrube. Ups. Ja, komm. Die sind relativ schwach. Es ist keine Nebula in der Nähe, oder? Nee. Sehr gut. So. Ich finde es ja gut, dass die Truhen schwimmen. Das ist super. So. Das war der erste Slash. Ich weiß aber nicht, wo von der Seite. Irgendwie muss ich gucken. Ach komm, einfach eine Menge hauen. Ihr seht die schon, die Gegner halten wieder ein bisschen mehr aus, ne? Die wir später einfach mitnehmen. Ach, so Zielzwang gibt's ja. Deswegen haben die eben die anderen die ganze Zeit anvisiert.
Die hatten keine Wahl. Die hatten einfach keine andere Wahl. Hallo? So. Nur noch das Atoll. Flammi. Hat sich doch gelohnt. Mhm. Wir nehmen alles mit. Ich könnte mich natürlich auch verstärken mit den ganzen Sachen, ne? Mit ganzen Materialien, die ich da gekriegt habe und daraus mal neue Kristalle oder so, wie die Dinger hießen, schmieden und unfassbar sieht das gut aus. Oh yeah. Oh yeah. Das sieht mega gut aus. Oder was sagt ihr? Es ist doch eine richtig schöne Gegend. Everyone, look. It's a group of Nopon. Ah, some Nopon merchants. What do you think they're up to? They must be here for a reason. Let's go and ask them. Good idea. Die Nopon AG. Uiuiui. Der Soundtrack ist auch vom Spiel so gut, ne? Aber bevor wir dabei gehen, gehen wir einmal hier einmal um die Ecke. Da. Und da oben mal rauf. Ja, damit wir da auch mal gewesen sind. Ach, dieses Spiel, ne? Ist einfach wunderbar. Wunderbar ist dieses Spiel. Ich weiß nicht, mich begeistert Xenoblade. Weil ich sag mal so. Xenoblade ist eigentlich mein Lieblingsspiel, wenn Secret of Mana nicht wäre, ne? Und Secret of Mana ist halt nur mein Lieblingsspiel wegen der Nostalgie. Denn die Schwächen erkenne ich natürlich auch vom Spiel, auch wenn es mein Lieblingsspiel ist. Aber Secret of Mana spiele ich halt, kann ich halt... Schaffe ich in der Woche durch. Mit allem drum und dran. Und spiele halt so oft. Ich habe es bestimmt 20 Mal durchgespielt in meinem Leben. Wenn ich sogar mehr. Xenoblade ist auf der Grundlänge jetzt nur einmal gewesen. Aber Xenoblade ist eigentlich eines meiner Lieblingsspiele. Ich erinnere mich daran immer gern zurück. Und die Musik selbst, die höre ich ja immer noch. Also die Musik höre ich immer noch rauf und runter. Selbst wenn ich es nicht spiele. Dies ist also ein Wollstein. 3 von ihnen würden für genug Wärme sorgen. Sehr gut. So, und da sind natürlich auch Sidequests, die nehmen wir natürlich mit. Wenn wir hier schon sind, dann können wir unterwegs nochmal ein paar Sidequests erledigen. Auf dem Weg, ne? Ihr wisst Bescheid. Seit zum ersten Mal im Sumpf von Satul. Hier immer neblig, ganzes Jahr durch. Und nachts sehr gefährlich. Besser nur tagsüber reisen. Lehrreiche Anekdote folgt. Gut zuhören. Während letzte fast von Detox-Unko gefressen worden. Will sowas nie mehr erleben. Bitte, wenn ihr seht, schnell kaputt hauen. Klar. Gut zu hören. Viel Spaß, viel Erfolg, viel Glück. Die haben natürlich sehr viele. Das sind Monster-Quests, ne? Kennt ihr Lichter von Satul? Tagsüber nicht zu sehen, nur nachts. Bäume leuchten warm und gemütlich. Ach ja, könnt ihr Dickicht-Eulen aufmischen für mich, bitte? Oh, diese Eulen, ne? Haben mich letztens angegriffen beim Aufschlagen von Lager. Bös. Klar. Ah, so nett, aber bitte vorsichtig sein. Du hast noch mehr, ne? Ja. War das schon mal unwirtlich im Moor? Nebelrogel dort, so unheimlich. Ist tagaktiv, nachts nicht da. Leider Nopan auch tagaktiv, deshalb oft Angriffe von Rogeln. Könnt ihr Rogel bitte verhauen? Klar doch. Vielen Dank, bald auch tagsüber sicher für Nopon. Und du hast noch mehr. Offizierwolfen sind brutale Viecher, greifen manchmal sogar Nopon-Lager an. Zum Glück weiß Bokoko, wie man sie vertreibt. Aber Bokoko ist schon so alt, sicher nicht leid für ihn. Könnt ihr einen für uns verkloppen? Ja, natürlich, machen wir gerne. Vielen Dank. So wird alter Bokoko nicht mehr so oft helfen müssen. Okay, und du? Schrecklich, oh schrecklich. Freundin wurde entführt. Wenn niemand hilft, werden Dexen sie aufessen. Das hört sich nicht gut an. Nein, überhaupt nicht. Ja. Dann bin. Kara ist Forscherin. Weiß alles, war Legend von hier. Dexenvolk will sicher an Informationen kommen. Kara wird wahrscheinlich sofort gegessen, trotzdem Angst. Das hört sich nicht gut an. Nein, das hört sich überhaupt nicht gut an. Was können die Dexen denn herausfinden wollen? Wahrscheinlich diese Sache mit... Ach, Bokoko weiß nicht genau. Das macht nichts. Erklär es uns später. Zuerst müssen wir Kara retten. Sie haben Kara im Fest der Verbannung gebracht. Werdet ihr Kara retten? Wir kriegen dafür Dschungelkappen und so weiter. Oh, das ist sehr gut. Vielen Dank. Feste von vorne angreifen ist gefährlich. Besser durch Hintertür reingehen. Ihr müsst Schlüssel für Hintertür finden. Gut, ich kümmere mich darum. Ja, wir werden unser Bestes geben. Sehr gut. So, und was hast du jetzt zu verkaufen?
kaufen. Ach, warte mal, bevor wir das machen, wir müssen auch Sachen verkaufen, ne? Tschüssi. Da haben wir... Ich drücke schon wieder Plus. Ich drücke immer wieder Plus. Sammel Items. Collecticon. Machen wir erstmal alles hier voll. Schweißwollsteinbrei brauchen wir sowieso ein paar mehr. Und dann verkaufen wir ein paar Sachen. Verkaufen, genau. Weil wir brauchen ja nicht alles. Das haben wir jetzt mal schon gelesen. Kann weg. So, hier haben wir... Das... nicht so schnell. So, da sind natürlich auch die Ausrufezeichen. So, die wollen wir natürlich nicht. Die wollen wir natürlich behalten. Ist halt ein Questgegenstand. Guck mal, so schnell kriegt man Geld, ne? Ah, und hier die auch natürlich. Ja. Da muss ich muss aufpassen. Brauchen wir halt für eine Quest. Meine Güte, da ist so viel. Okay. Sehr gut. So, dann haben wir genug Geld. Schleichgewehr. Nicht gut. Kampframme. Nein, auch nicht gut. Steilkatana. Ist halt gut vom Autoangriff, ne? Erhöht halt Maximum, aber ist nicht so geil. So, wechseln, gucken wir überall mal durch. Das ist halt gut für Schala. Und für Rhein. Wachhelm. Senkt die Ätherabwehr so krass, ne? Und hier sind so viele Äthergegner, deswegen würde ich es halt belassen. Erstmal kurz Schala und Rhein ausrüsten. Mit dem Helm. Ich muss da hier ein bisschen durch. So, die Pinienkappe war das. Guck mal, sieht doch nice aus, oder? So, rein. Sehr gut. Da haben wir das noch. Rüsten wir den Rest des Partys vielleicht aus. Mal gucken, wie lange wir brauchen. So, Hartleder Top. Für Rhein haben wir ja was Gutes. Aquatop, ne? Aquatop ist gut. So, ich gucke erstmal immer pro Ausrüstungsgegenstand, weil sonst. Ich bin halt so verpeilt. Wenn ich das nicht so manuell pro Charakter gucke, dann. Ja. Dann verkacke ich's nur. So, das waren die Tops. Für Schulk nichts. Nein. Buchenreif für Schala. Ich würde es aber jetzt aber ein bisschen schneller zu machen. So. Ja, ich muss das so machen. Ich verpeile das halt. Ich verpeile das hart. Ausrüstung. Schala. Buchenreif. Sehr gut. Ich verpeile das halt sonst, ne? So bin ich leider. Das tut mir echt leid. So, Aquaschutz für Schulk. Wir gucken jetzt erstmal Schulk, damit wir da ein bisschen besser sind. Nächstes Mal mache ich das gleich so. Okay. Schulk. Schulk und Rhein. Okay. Schulk und Rhein kriegen noch hier gute Schuhe. Nee, das waren nicht, das waren die hier. Aquashorts. Ist ein sehr durcheinander hier, ich weiß.
So, was hast du denn sonst noch an Bücher? Nicht gelesen. Hm. Ja. Das müssen wir alles kaufen. Kommen wir nicht drum herum. Das wird halt sonst nur Probleme geben. Gut, da haben wir uns ausgerüstet. War doch schneller als gedacht. Oh, ich liebe dieses Spiel. Einfach erkunden noch ein bisschen hier. Bevor wir da bis weitergehen. Guck mal, da ist mal schon ein... Was müssen wir da... Das Ding, ne? Das Ding will sterben. Und das Ding wird jetzt sterben. Sehr gut. Der Tag Detox und Chor. Ja, wie gesagt, das machen wir auf dem Weg. Alles, was auf dem Weg liegt, nehmen wir mit. Damit ihr da Bescheid wisst. Umgeworfen worden. Das ist nicht sehr nett. Alter. Zack. Ich krieg aber auf die Nase hier gerade. Okay, es waren nur, wir müssen nur zwei davon erledigen. So. Okay, sehr gut. Und das war's. Ja, sehr schön. Wir kriegen so viel Stuff hier. Sie möchte, dass wir ihr drei Unkor-Lebern besorgen. Kann man diese Dinger denn wirklich essen? Ich würde das nicht... Ich würde das nicht essen, aber... Wir können denen das ja essen lassen, also wir... Wenn die halt sterben wollen, ne? Lassen wir sie sterben. So, wir waren natürlich nicht überall. Ich möchte hier auch nochmal hinten in die Ecke. Weil das Gebiet ist auch wieder ein bisschen größer. Nicht so groß wie das Bein von Bionis, aber ist schon, ja. Außerdem können wir gut erkunden. Was müssen wir denn hier besiegen? Ach, da. Oh, hier sind so viele Nebulas. Das könnte stressig werden. So, jetzt hau mal mit rauf. Dann bin du bist stark, eigentlich. So, und unmächtig. Nee, widerstanden. Mist, er war schon aufgestanden. Ja, komm, vielleicht ein bisschen... Oh, danke. Oh, bitte, passt auf, setzt keine... Dingesfähigkeiten ein. Ich wollte ihn gerade wieder beleben. Danke. Jetzt haben wir doch ein Wassernebula. Oh nein, auch noch zwei. Nee, jetzt kann sie knicken. Ich kämpfe nicht gegen die Nebulas. Wir müssen weg. Wir müssen hier weg. Sehr gut. Nee, gegen Nebulas, das dauert einfach immer zu lange. Die sind einfach nur zu stressig. Lassen wir lieber. Und die geben halt auch nicht so viel gutes Zeug. Habe ich zumindest in Erinnerung. Ich habe die damals auch viel ausgelassen. Und man schafft das Spiel auch ohne die zu besiegen durch. Die sind halt nur ein bisschen anstrengend. Okay, die Mission haben wir erfüllt, die Nebenquest. Gut, dann sammeln wir die blaue Kugel noch ein, dann gucken wir mal, dann gehen wir nochmal zum Nachbarnlager und dann, da ist ein guter Ort, um den Part auch zu beenden, ne? Ja, da ist ein guter Ort. Wenn nicht nochmal eine Vision kommt. 5 Zitronensteine sollten eigentlich reichen. Wir müssen sie so schnell wie möglich Zazadan bringen. Da bringen wir das Zazadan doch mal später. So. Auf zum Nopernlager. Und von hier aus
geht es im nächsten Part weiter. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Lasst gerne ein Like, einen Kommentar da und abonniert, damit ihr nichts mehr verpasst. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschüss.